Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Origins. Ihr seht richtig, wir sind wieder im alten Ägypten und reisen jetzt rüber nach Memphis und wollen natürlich die Pyramide. Die Geheimnisse der Pyramiden lüften. Der ersten Pyramiden. Dazu müssen wir jetzt zu Hugos Versteck. Und das werden wir heute tun. So, ich muss gerade mal auf die Zeit gucken, bis ich ungefähr, ja, 9 Uhr. Okay. Wir haben jetzt 9.27 Uhr, also 26, als die Folge angefangen habe. Und dann geht es also quasi schon wieder weiter. Wo müssen wir denn eigentlich da? Ach, komm mal her, meine Freunde. Ernsthaft, die wollen mich jetzt gerade ein bisschen abfacken? 32? Okay. Ich will nicht mich abzusteigen. So, das war der letzte oder was? Ich weiß gar nicht, ob das jetzt überhaupt mit der Quest zu tun hatte. Ich dachte mir, das könnte. So, jetzt muss ich hier gerade mal. Wo muss ich jetzt hin? Irgendwo muss ich jetzt hier hin. Ich bin immer noch gerade ein bisschen planlos. Erleichtert sich, ja. Gut, muss auch mal sein. Perfetto, da unten. Aber da sind ein paar Feinde an Bord. Und ein King. Also ein Hauptmann. und 24, also gut, ich muss mir euch gerade mal überlegen, wie ich da jetzt, was ich da jetzt machen muss. Ich muss mich ja, ich muss mir erstmal eine Übersicht verschaffen. So rum ist es eigentlich richtig. Also die werden, warte mal, haben die, gibt's da irgendwo eine, gibt's da irgendwo einen Eingang geheim oder was? Ja, scheinbar, da unten. Da haben wir auf jeden Fall mal eine Wache mal davor. Gut, hier sind wir schon mal richtig. Das ist die Wache, die werde ich versuchen, aus der Distanz zu holen. Mir. Erledigt. Hier sollte ich unentdeckt bleiben. Ach, was, das kriegen wir doch hin. Das sind Gegner, die sind gerade mal so ein paar Level drunter unter uns. Ich glaube, die werden uns eh früher oder später entdecken. Natürlich, wo wir sind. Hä? Ach, da bist du doch. Meinst du, ich habe jetzt ein Problem mit dir? Verschwinde mal. Wo bist du? Ach, das hat schon gereicht. Nehmen wir mal die Pfeile mit. Haben wir noch ein paar Gegner hier irgendwo oder? Naja. Immer da muss irgendwo links. Ach, da oben noch einer. Okay, dann. Komm her, mein Freund. Ach, da ist noch einer. Ja, meinst du, es gibt. Komm her jetzt hier. Weil ich habe ein Problem. Ich bin 29. Ich vergesse nie ein Gesicht. Dich zu töten. Dafür lasse ich dich leiden. Wow, das sind diese scheiß Dinger da. Ach, das sind die Viecher. Zu lang
Da muss ich ein bisschen. Ich löse deine Probleme. So, Geschichte. Ist da noch einer jetzt gewesen oder ist das der jetzt. Okay, ich glaube, das war der. Das muss das Artefakt sein, dass die Banditen Marquez. Perfekt. Seltsam. Ich gehe zu Marquez. Mal sehen, was das für Artefakte sind. Ich gucke mich noch mal gerade um, ob wir noch irgendwelche Sachen hier mitnehmen können. Vielleicht können wir die ja irgendwie gut gebrauchen. Aber ich glaube, hier war hier noch irgendwas. Vielleicht hier oben noch irgendwo. Hopp. Bisschen Kohle dabei. Aber hier ist noch ein bisschen was. Ja, nehmen wir mit. Pfeile brauchen wir nicht. Die sind voll. Alles voll. Wunderbar. Und ich habe ohnehin eine Pfeile hier, ne? Also ich könnte dich dreimal ausrüsten, zehnmal ausrüsten. Keine Ahnung. Aber wir haben es auf jeden Fall hingekriegt. Ich auch nicht gedacht, dass ich die jetzt so. Na gut, das ist eine Quest, wie gesagt, eine 23er Quest. Wir sind Level 29. Wir könnten uns bald schon wieder den Fremden holen, also den nächsten Philakitai. Ich will immer so zwei Level drüber sein. So, jetzt muss ich gerade gucken. Gut. Sprich mit Marquez. Wo ist denn der? Da oben. Okay. Wie geht's? Wir können doch zu Fuß gehen, oder? Ja, gut, außer das Thema mit der Pyramide. Ach. Weil bei der Pyramide war irgendwie das Problem, ist, sich zurechtzufinden. Richtigen Wege zu finden und die richtigen Dinger zu machen. Aber ansonsten war die Quest eigentlich Pipifax. Direkter Weg und so? Ja, die einzigen, die mir müssen immer ein bisschen Ärger machen, sind diese ganzen, diese schnellen Viecher, die wir jetzt gerade als letztes hatten. Die kotzen einer mal an. Muss ich da einmal an der Pyramide vorbei? Ja, ich hätte auch oben drüber klettern können, aber das ist jetzt der Weg, glaube ich, außenrum geht schneller. So. Moin, Sehen, da sind wir wieder. Haben wir noch irgendwas, was ich mitnehmen könnte? Nö. Ich habe die anderen beiden Artefakte. Aha! Das bestätigt meine Theorie. Bei Rey. Das ist es. Diese Artefakte bilden ein Diagramm. Aber ein Teil fehlt. Man kann sie nicht zusammensetzen. Aber es gibt einen Abschnitt in der Ägyptiaka, in dem es heißt, der Weg ist frei an der nördlichen Spitze. Und die Inschrift auf diesem Artefakt muss von den Pyramidion oben auf Snofros Grabmal sprechen, der Nordpyramide. Ich bin sicher, dass der Schlüssel zu diesem Rätsel dort liegt. Warum gehst du nicht mal nachsehen? Wonach genau suchen wir denn eigentlich?
Die kostbaren Schätze des Snofru galten seit Ewigkeiten als verloren. Wir werden Helden sein, wenn wir sie finden und ans Tageslicht bringen. Hey, ich bin kein Grabräuber. Nein, nein, natürlich nicht. Ich verspreche dir, dass wir niemandes Friede im Gefilde der Binsen stören werden. Hm. Ich klettere mal hoch und sehe mich um. So. Erreiche die Spitze am Grabmal des Norfru. Bin mal gespannt, wie lange das dauert, die Geschichte. Aber ich denke mal, das dauert nicht lange. Ich denke mal. Alter, willst du mich jetzt verarschen? Warte mal, ich muss mich jetzt ein bisschen orientieren. Naja, ich sollte Versicherung nicht unterschätzen und nicht, nicht auf die leichte Schulter nehmen. Aber wir kriegen das schon hin. So, da sind wir. Warte mal. Jetzt. Die Spitze von Snorfros Grab. Was sind das für Vertiefungen? Die Steine passen da rein. Wenn ich vielleicht diese drei Artefakte passen perfekt in die Vertiefung. Es ist ein Diagramm. Von der Nordpyramide aus scheint es auf diese Ruinen im Osten hinzudeuten. Wo wir gerade hergekommen sind. So, sprich von Merkes über das Diagramm. Ich kletter mal gerade. Na komm. So, jetzt sind wir unten. Jetzt müssen wir kurz mal zurück zu dem. Zu Merkes. Und dann gucken wir mal, was dann war. Ich vermute, dass wir da nochmal irgendwo hin müssen. Oder lässt er uns tatsächlich schon. Nee, die, wir müssen bestimmt nochmal in die Kammer oder was, irgendwas da holen. Das kann ich mir so jetzt irgendwie nochmal vorstellen. Ich glaube nicht, dass wir das schon beendet, aber wir werden es sehen. Mal schauen. Sag mal, du bist aber auch gefühlt. Was hast du gefunden? Jetzt spann mich nicht so auf die Folter. Hast du was gefunden? Ja. Eine schöne Aussicht. Die Artefakte passen in den Deckstein und bilden ein vollständiges Diagramm. Ganz erstaunlich. Und? Löst das das Rätsel der Geschichte? Wo die Kammer zu finden ist? Mhm. Ich vermute, es zeigt auf etwas östlich von uns. Ich habe so etwas wie einen verfallenen Tempel erkannt. Folge mir. Ich bringe uns dorthin. Lauf nicht wieder in dein Verderben. Mit dir an meiner Seite? Wohl kaum. Wie bist du eigentlich auf die Banditen getroffen? Oh, ich habe sie angehalten. Also warte mal. Fehlenden Artefakte zu finden. Was? Du hast sie angeheuert? Nun, ihr Anführer Belosch behauptete, er kenne die Wüste besser als jeder andere. Ich dachte nicht, dass sie sich gegen mich wenden. Ich wusste nicht, dass sie solche Banditen sind. Es gibt nur solche Banditen. Sie alle plündern und morden für Geld. Ja, sie schienen auf beides recht begierig. Als sie mir das eine Artefakt stahlen und mich wegen des anderen töten wollten. Da sind wir. Der Eingang ist natürlich verborgen. Ach, du bist eine Gefahr für dich selbst. Natürlich. Das sagt man mir öfter. Hier scheint der Boden weich zu sein. Sehen wir mal, was unter dem Sand ist. Klar, grab das ruhig mit deiner. Was wir wohl finden werden? Jetzt aber bitte nicht schon mit aufwand, denn das wäre tatsächlich ein tödliches Hindernis. Ah jo, tatsächlich. Es war tatsächlich schon die Kammer.
Sorge. Wegen mir. So, guck mal. Komm mit, hier entlang. Du zuerst. Wir sind die Ersten, die seit mehr als 2000 Jahren einen Fuß hier hineinsetzen. Und irgendwo müssen diese Schätze sein. Ich hoffe, wir erzählen über Jet nicht. Oh. Sag mal, hättet ihr mir nicht sagen können, dass da Achtung ist, könnten Schlangen sein. Nee, die zwei habe ich nicht gesehen. Und wenn da scheiß Fackel, kann ich nichts machen. Letztes tödliches Hindernis. Ja. Yeah. Hör auf zu trödeln. Sag mal, ich bin gerade von der Schlange getötet worden. Ich sagte doch, keine Sorge. Komm mit. Hier entlang. Halt die Klappe jetzt. Wir sind die Ersten, die seit mehr als 2000 Jahren. Ich hab's aber nicht mit dem Ziel, ne? Und irgendwo müssen diese Schätze sein. Keine Sorge. Du hast genau getan, was ich dir geheißen hätte, wenn du nicht so schnell reagiert hättest. So, weiter. Komm, verliere dir keine Zeit. Sag mal! Stress doch mal nicht so! Oh, goldener Bolzen. Okay. Ich nehme mal gerade nur ein paar Sachen mit hier, die noch so hier rumfleuchen, kräuchen. Ach du meine Güte. So. Edagium. Ein perfekt erhaltenes Pyramidion. Ein Relikt der Götter und der Quell alles Guten. Die ersten Strahlen des Reh sollten darauf fallen und den Weg für den Bennu-Vogel erhellen, der über die Wasser des Nun flog. Ach du meine Güte! Bei Reh! All das ist so göttlich schön! Siehst du auch, was ich sehe? Dieser Raum hier ist perfekt erhalten. Seit Snofrus Herrschaft! Unangetastet. So. Yes. Das ist es. Hier sind fast nur alte Schriftrollen. Nicht viel Gold. Welch ein Schatz. Sieh dir nur all die Geschichte an. Kition und Heraklides werden staunen. Ich werde berühmt. Wir werden berühmt. Schön, dass ich helfen konnte. Sobald ich unsere Entdeckung katalogisiert habe, bringe ich sie in die Bibliothek von Alexandria, auf dass sie studiert und bewahrt werden kann. Und damit haben wir die Geheimnisse der Pyramiden abgeschlossen. Holen uns damit 4000 Erfahrungspunkte. Reichen zwar nicht Level 30, so ist es richtig. Okay. Gut, dann gehen wir wieder raus. Und dann gehen wir die Nummer mit den Krokodilstränen an in der nächsten Folge. Gut, da bin ich raus für heute. Wir sehen uns in der nächsten Episode wieder bei Let's Play Assassin's Creed Origins.